Eier aus der Region. Wir geben alles für regionale Produkte. ISP-Küchen haben für jedes Bedürfnis die passende Lösung. Sei es eine gemütliche Familienwohnküche oder eine einfache Single-Küche. Dank innovativen Ideen, hoher Qualität und termingerechter Umsetzung sind wir Ihr Küchenpartner von A bis Z. ISP Küchen AG. Sechsmal in der Schweiz. Wohnen und Wohlfühlen mit Hegibau Rotrist. Jetzt aktuell Eigentums- und Mietwohnungen am Rietalbach in Zofingen. Naturnah und doch zentral. www.hegibau.ch. Echte Experten können mit jedem Backofen überzeugen. Aber wie überzeugt man echte Experten? Die neuen Serie 8 Backöfen mit intuitivem Bedienring. Bosch, Technik fürs Leben. Die Sendung «Promi to Cook» hat die freundliche Unterstützung vom Elektrowürgler Niederlands und Zofingen. Ihre Profi für Elektroinstallationen und Haushaltgeräte. ISP Küchen AG Zofingen. Klientisch Sparkassen Oftringen. Möbelberger Oftringen. Und Migro Aare mit 10 Jahren aus der Region für die Region präsentieren «Promi to Cook». Heute mit der Linda Fee und dem Andreas Bürki. Dankeschön. Grüezi, herzlich willkommen. Vielen Dank. Merci, willkommen. Das ist «Promi to Cook», meine Damen und Herren. Ein Hobbykoch oder eine Hobbyköchin aus der Region kocht zusammen mit einer prominenten Person. Dieses Jahr werden es im Ganzen 6 Kandidatinnen und Kandidaten sein. Und sie kämpfen natürlich um den grossen Champion-Titel «Promi to Cook Champion 2015». Eine ganze Fülle an Menü, die wir hier entdecken werden, aber auch viele spannende Leute hier bei uns auf der Bühne. In diesem Sinne ein herzliches Willkommen hier im Studio und natürlich auch daheim vor dem Fernsehen. Wir fangen heute mit unserem jungen Garten an, meine Damen und Herren. Und zwar ist er zarte 29, aber geht in der Küche schon alles, wohnt in Zofingen, ist seit diesem Jahr verheiratet. Herzlich willkommen, Andreas Bürki. Sali, Andreas. Ciao, David. Herzlich willkommen. Heute Abend kochst du wild. Genau. Bist du auch privat so ein bisschen der wilde Typ? Wir probieren es immer wieder. Inwiefern? Die Frau ein bisschen wild machen oder was wir gerade zu Ende bringen. Offenbar bist du genug wild, dass sie die Pyrote hat. Genau. Im Mai war das. Eine bleibende Erinnerung wahrscheinlich. Was war das Schönste? Unsere Flitterwoche. Monat in Kanada. Super. Okay, aber da hast du nicht gerade den Hirsch mit heimgenommen, den du jetzt hier heute machst, oder? Nein, ich bin nicht heimgekommen. Du kommst heute tatkräftige Unterstützung über und ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, deine Frau dürfte ein bisschen eifersüchtig werden. 2009 ist sie von heute auf morgen im ganzen Land bekannt worden, dank dem «Miss Schweiz»-Titel. Heute ist sie sehr erfolgreich als Sängerin unterwegs. Power aus der Ostschweiz, meine Damen und Herren, Linda Fee! Hallo miteinander, guten Abend. Linda, herzlich willkommen. Ich habe jetzt gedacht, du hüpfst hier singend auf die Bühne. Also, ja, hätte man können machen, stimmt. Der Gesangsvirus hat dich voll gepackt. Ja. Dein zweites Album jetzt auf dem Markt. Wie fühlt sich das an, dass das alles so gut aufgeht für dich? Fantastisch. Also, es ist mega, dass ich meine grosse Leidenschaft oder Hand zum Beruf machen darf und wirklich jetzt schon das zweite Baby auf die Welt bringen, in dem Sinne, das zweite Album, das auch sehr gut in den Charts angekommen ist. Also fleissig unterwegs, von Schlager zu Schlager-Event. Und heute mal in der Küche. Eben, heute in der Küche. Bist du das gewöhnt, kochen? Machst du das viel? Ich mache es nicht sehr oft, weil ich einfach sehr viel unterwegs bin, gerade Abend, Wochenende, wenn man mal so richtig Zeit hat, um gemütlich zu kochen. Aber wenn ich dann mal einen Abend oder zwei frei habe, lade ich sehr gerne Gäste ein und dann koche ich auch mal gerne. Also es ist schon nicht ganz ungewohnt für mich jetzt hier in der Küche. Wir freuen uns, dass du da bist und wir wollen jetzt natürlich auch Andreas noch ein bisschen neuer kennenlernen, dass du auch weißt, auf wer du dich hier eingeladen hast. Wir haben den Clip auf den Wilden. Ja, genau. Und schauen uns den Film an. Ich würde sagen, Film ab, Andreas. Erzähl uns doch gerade, was wir hier jetzt zusammen sehen. Gerne. Sind wir daheim, am Schnipseln
Du kochst also auch viel daheim. Es gibt Momente, ja, wo ich sicher eher ein bisschen einfach, wie man hier sieht. Ganz genau. Verheiratet. Ja. Evelyn ist deine Frau. Ganz genau, seit dem 2. Mai 15. Sie ist die Liebe noch frisch, die Schmetterlinge sind noch oben. Ja, ist so. Da bin ich gerade daheim am Arbeiten. Plus noch die Aussicht genießen. Genau. Okay. Dann, das ist nicht Bachen? Nein, Sport. Bachen, nein, das ist Sport. Ich bin im Turnverein im Westenfalls Affenwil. Schau da, wie eine junge Gazelle. Da gibt alle Zugabe am Turner oben, hey, wenn du dran bist. Fall. Wann ist der Turner oben? Im Februar sollte er eigentlich sein. Okay. Aber musst du noch ein bisschen üben, sieht noch ein bisschen verkrampft aus. Da. Ja, aber ist nicht so ganz einfach, wie es aussieht. Schau jetzt mal. Hey, Andreas, haben wir dich ein bisschen kennengelernt. Vielen Dank für die Eindrücke von dir. Andreas hat ein anspruchsvolles Menü ausgesucht und das werden wir nachher auch noch im Detail zusammen anschauen. Ich würde sagen, ich übergebe euch das Feld. Linda, du wirst sicher ganz lieb auf Andreas schauen und er wird dich natürlich auch einfühlsam instruieren. Das hoffe ich. Garantie. Also ich lasse euch mal gehen. Viel Spass beim Kochen. Danke. Komm, könnt. So. Jung wie ein Reli. Aber es geht nicht einfach um nichts. Es geht immer um einen Champion-Titel. Das heisst, wir müssen das messen. Und wir haben eine Jury parat, wohl die härteste Jury überhaupt, meine Damen und Herren, weil die verteilt im Ganzen 60 Punkte pro Sendung. Jeder von diesen drei darf 20 Punkte geben. Einerseits 10 fürs Optische, andererseits 10 fürs Geschmackliche. Es kann ja etwas schön aussehen und gar nicht schmecken, aber es gibt immer noch 10 Punkte. Jetzt, wenn wir natürlich schauen, wer heute in der Jury ist, hat Hosenapplaus, meine Damen und Herren. Da ist sie, unsere Jury! Herzlich willkommen! Bruno Lustenberger von der Kronen in Aarburg, der Walter Glor vom Federal in Zofingen und unser Kochcoach, Profikoch Stevie Gut. Herzlich willkommen. Bruno, was erwartest du heute Abend hier von unserem Duo auf der Bühne? Ja, wir erwarten einen wunderbaren Hirsch natürlich, ein feines Gericht, schön angerichtet, zur Degustation für uns. Wir freuen uns. Hirsch ist auch etwas Heikles, Walter. Da kann der schnell mal zäh werden. Wie hättest du jetzt am liebsten? Ja, ich hätte gerne Croissant braten, schön Rosé serviert, ein feines Spätzli dazu, feines Rotkraut, Williamsbeeren. Die Ansprüche sind hoch. Stevie, was ist Krux bei dem Menü heute Abend, das Sie hier kochen? Ja, sicher, eben, wie es der Walti ja schon angesprochen hat, den Garpunkt wirklich zu verwünschen. Er macht es ein bisschen anders, er wird es anbraten und dann in einem Sud fertig garen. Also auch dort wirklich ist es relativ heikel und noch einen wirklich schönen Garpunkt zu rutschen. Vielen Dank, wir sind gespannt. Noch einen herzlichen Applaus unserer Jury, meine Damen und Herren. Mach nur. So, jetzt schauen wir mal das Menü an, das du hier eigentlich genau machst. Hirsch gibt es, das wissen wir. Erzähl, was gibt es zu essen? Hirsch im Glühwein, plus ein Safranrisotto, plus noch Ofenfeige dazu. Wow! Die Offenfeigen werden im Backofen gemacht. Das volle Programm. Ganz aber genau. Kein Spätzli, das wäre ja ein Klassiker. Rotkraut fehlt, Maroni fehlt. Wer soll das essen? Ja, ein anderer. Okay. Wir machen es ein bisschen anders. Wir haben auch Safranrisotto, hat noch Passionsfrucht drin. Also eher ein bisschen exotisch? Ganz genau. Super. Ein bisschen wild, ein bisschen mal anders. Gut. Hast du die Aufgabenteilung hier schon ein bisschen machen können? Ich sehe nur leere Pfannen bis hierhin. Ganz easy. Also. Er kümmert sich um den Hirsch. Er, sehr gut. Er ist ein bisschen der Hirsch, gell? Von euch zwei. Ganz genau. Sie wird das Risotto machen und ich werde der Hirsch. Also. Super. Aber dann muss ich auch genau. Linda? Ja. Ich sehe schon, du hast ja ein bisschen Übung in der Küche. Du hast gesagt, du kochst nicht so viel. Hast du früher viel müssen, auch der Mutter helfen daheim? Ja, wir haben eigentlich noch recht oft geholfen, auch Müsse helfen. Damals war es noch das Müsse. Aber eben heute auch gerade das Risotto mache ich eigentlich noch sehr gerne. Ich kann Risotto sehr gerne. Das ist auch etwas, das gar nicht so einfach ist, obwohl alle sagen, es sei einfach. Aber ja, es muss schon ein bisschen Biss haben. Hast du gerne so ein bisschen Geld? Ja, genau. Ein bisschen Biss. Alles klar. Dann weißt du, wie man das Risotto macht? Ja, ich brauche jetzt noch schnell eine Instruktion, wie der Herd und all das funktioniert. Das haben wir, glaube ich, noch nicht. Genau, der geht einfach an. Und den Kühlschrank, den habe ich auch noch nicht aufgebracht. Dann kannst du mir noch die Butter rausgeben. Ich bin ja erst gerade gekommen. Mach nur. Okay. Selbstverständlich. So, nehmen wir doch das gerade alles mit. Aber jetzt musst du. Es läuft noch nicht. Das ist, es kommt, es kommt. Du machst mich nervös. Mir auch. Also, und der Herd? Müssen wir noch den Sender kaufen, damit wir die Sendung senden können? Also, was jetzt noch für mich speziell ist, ich habe hier Induktionsherd und das ist jetzt keine. Also, ich kann noch für nichts garantieren. Ja, gut.
Das bringen wir schon hin. Ja, ja. Du bist eine der erfolgreichsten Missen, die die Schweiz je hatte. Heute weiss man ja gar nicht, wer die Miss ist. Eigentlich noch tragisch. Du warst noch ein gefeierter Star. Ja, wie gehst du mit dem um, dass quasi der Miss-Titel zur heutigen Zeit nicht mehr die Bedeutung hat wie noch bei dir? Findest du das schade oder sagst du, ja, ist nicht so schlimm? Ja, also ich finde es schon schade auf eine Art, weil ich finde, es ist immer ein gern gesehenes Thema gewesen und ein interessantes Thema. Und ich habe irgendwie das Gefühl, die Leute wollen es gleich immer noch sehen. Und man schreibt doch immer noch sehr viel darüber, auch wenn man sieht, wie viele Ex-Missen das immer noch im Gespräch sind. Jeder ist so ein bisschen ihren Weg gegangen, denke ich. Und im Moment hat es halt sehr viele Veränderungen gegeben. Also, ich bin selber jedes Jahr aufs Neue wieder gespannt, wie das jetzt noch weitergeht und wie das kommt. Bei dir ist es eine Zeit her, im 2009, gell, hast du ein Jahr lang Haufen Auftritte gehabt, Delfine gerettet und Koalabären gefüttert. Und jetzt ist wieder der Ernst vom Leben da. Und jetzt heisst es für dich natürlich auch wieder voll arbeiten. Aber du hast, man kann dem glaube ich auch so sagen, wirklich der Tritt ins Showbusiness voll geschafft. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass das so aufgegangen ist. Ja, das ist ja so. Also, ich habe das auch nicht von Anfang an gewusst, wie das kommt. Ich habe einfach gerade von Anfang an meine grosse Leidenschaft auch wollen, beruflich probieren in dem Sinn. Ich habe auch gerade Möglichkeiten bekommen, weil Musik begleitet mich ja schon seit ich ein kleines Kind bin. Und dann gerade Auftrittsmöglichkeiten bekommen, Samstag, Jass oder so. Und dann habe ich gefunden, mal, ich will das eigentlich auch versuchen. Und, die Leute haben dich ja noch gerne. Es war nicht einfach, aber in den letzten paar Jahren haben wir viel dafür getan. Ja, das gönne ich dir. Das wir ist reden schwierig, über die so schwätzen und kochen gleichzeitig. Ja, eben, ich lade dich jetzt noch kochen. Weil, sonst du musst du, mich auch wieder ginken. So aber aufhören. Wir reden dann nachher noch ein bisschen über deine Musik. Weil, wir haben ja heute Hirsch auf dem Teller, meine Damen und Herren. Und der Hirsch, der ist ja gerade noch vor ein paar Tagen ganz fröhlich auf einer Wiese rumgehüpft, und zwar in Gontischwil. Und zwar bei dem Produzenten, der jetzt heute Abend hier bei uns ist. Einen herzlichen Applaus. Da sind Hans und Rita Küchler. Herzlich willkommen, Herr Küchler. Grüezi, Frau Küchler. Ja, Sie haben Hirsche seit 17 Jahren in Gontischwil. Wie kommt man darauf, einfach Hirsche zu mästen? Das war eine Idee von meiner Frau. Sie hat im zweiten Bildungsweg Bäuerin gelernt. Mhm. Dann wollte sie den elterlichen Betrieb frisch organisieren und hat gefunden, doch, das wäre ein schönes Tier. Da hätte ich den Baustein. Und das ist so geblieben. Was ist so, Frau Küchler, Sie haben die Hirsche angeschaut und die sind so herzig, die wollen jawohl. Essen. Jawohl. Da braucht auch ein Vorwissen, nehme ich an. Da haben Sie sich auch ein Wissen aneignen. Das sind spezielle Tiere. Ja, wir sind verschiedene Betriebe anschauen. Und haben gefunden, mal, das könnten wir bei uns auch machen. Wir haben ein paar Bilder vorbereitet. Wenn wir uns doch die zusammen anschauen, weil wir sagen, Film ab. Und Herr Küchler, erzählen Sie uns doch gerade mal, was wir da drauf sehen. Gontischwil, wohnen Sie? Ja, hier kommen wir jetzt zum Hirschgehege zu fahren. Wir machen das normalerweise morgen und am Abend. Ihre Frau fährt, haben Sie das Billett müssen abgeben? Nicht unbedingt, nein. Aber sie ist Betriebsleiterin und ich bin der Gang und Hof. Das mache ich aber gerne. Schön. Da gehen wir ins Gehege rein. Da gehen wir ins Gehege, richtig. Selber wie zwei junge Hirsche sind rein gehört. Und das ist jetzt ein bisschen speziell, das ist ja unser Rico. Schöne Steinchen hat er. Und weil er heute im Fernsehen kommt, wird er ein schöner sein. Wir gehen jetzt zu den anderen Tieren. Der Rico immer dabei. Der kommt natürlich immer mit. Und da ist unsere Herde. Wow, wie viele Tiere haben Sie? Gehege. Das sind rund 50 Tiere, die wir haben. In einem Gehege von 2,7 Hektar. Dürfen die so viel umspringen? Die werden gar nicht dick. Ja, die sollen schlank und rank bleiben. Sie können aber einiges über, sie können feine Sachen über, sogar Kästen. Machen sie unter Selbstbedienung. Und hier natürlich im Herbst haben wir auch Äpfel. Das ist sehr gefragt bei den Tieren. Es gibt auch Rüebli, schliesslich sind es Aargauer Hirsche. Ja, und er ist halt ein Loser, er macht halt Selbstbedienung, wenn wir hier sehen und genießt das richtig gehend. Aber der Rico, der wird nicht gemästet, das ist ihr Familienmitglied, also kann man sagen. Gemästet kommt immer, zuerst kommt er natürlich schauen. Übrigens, unsere Stangenbohnen, heissen Sommer, sind gut gekommen. Aber gemetzelt wird er sicher das nächste Jahr nicht. Interessant, danke vielmals. Einen Moment, schnell noch. Ihr Fleisch, das kann man auch im Migros posten. Wie ist das entstanden, die Zusammenarbeit? Ja, da war ein Hirschhalter, der uns darauf aufmerksam gemacht hat, dass hier Migros regionale Produkte vertreiben. Wir haben das ganz eine gute Idee gefunden, weil es ist ein Produkt aus unserer Region. Und man darf die Tiere auch anschauen. Und wir haben, wie gesagt,
Freude an unserem Gehege. Man kann es auch gut besichtigen, von der Knobelstrasse aus. Und heute kommen eigentlich viele Familien vorbei, die Tiere schauen und haben den Applaus dran. Danke vielmals, Hans und Rita Küchler. Und wir schauen dir die Hirsche jetzt gerne noch in den Pfannen an. Danke vielmals, sind Sie da gewesen. Einen herzlichen Applaus. Merci. So. Das Fleisch ist parat, der Risotto entsteht. Andreas, erzähl, wie sind wir noch? Wir sind gut im Zeitplan. Was machst du jetzt? Jetzt wird in der ganzen Nächste der Hirsch abbrötelt, oben und andere Seite. Und dann wird der ins Tauchbad hineingehen und wird der 25 Minuten gedeihen. Genau so, wie das der Walter eigentlich wollte. Ganz genau. Sehr schön anbraten und nachher lässt du eine Rosé in mich an, gell, innenführen. Genau, das wird ja auch, wenn er im Sud aufkocht oder im Sud ruhig bleibt und kann baden, wird er eigentlich noch schön rosa. Also du spielst ja heute noch ein Weihnachtsmärkte, weil du machst ja im Glühwein. Ganz genau. Hast du das Rezept selber entwickelt? Nein, ich habe gestibitzt von einem bekannten Koch, von René Schudel. Okay. Und gut, das ist in der Musik auch so, Linda, gell? Da wird auch viel gestibitzt. Da wird heute lange nicht mehr alles selber geschrieben. Hast du mich etwas gefragt? Warte, nein, natürlich nicht. Nein, ich habe aber für das Album, fürs Neue, sogar selber Texte zuerst mal. Das ist schon etwas, was man nicht einfach gerade so kann, wo man auch zuerst mal lernen muss. Und ich habe natürlich ein gutes Team rundherum, das sehr fleissig für mich schreibt und arbeitet. Aber Stibitzen? Nein. Würdest du nie, gell? Nein, das machen wir nicht. Aber sag jetzt mal, die Inspiration für deine Texte. Ich meine, sind wir ehrlich, Schlager geht immer so ein bisschen um Herzschmerz. Und alle sind traurig und am Schluss lieben sie einander ja gleich. Um was geht es in deinen Liedern? In meinen Liedern geht es auch sehr um die Liebe. Ich bin aber auch jemand, wo Liebe sehr wichtig ist, aber auch die Liebe von meinen Freunden, von meiner Familie. Ich habe zum Beispiel eben jetzt auch einen eigenen Song geschrieben, «So sind wir», wo ich wirklich von meinen Freunden, von meiner Familie singe und auch ihnen Danke sage, für dass sie mich einfach schon seit Jahren auf meinem Weg begleiten, was nicht immer einfach ist, wenn man so einen Job ausführt. Und ich möchte den Leuten auch einfach Glücksmomente schenken mit meiner Musik. Freude am Leben. Also ich motiviere sie auch, um das Leben zu geniessen, um den Moment im Leben zu geniessen. Und heute schenke ich dir auch noch ein bisschen Freude zum Kochen. Ja, unbedingt. Ich finde, also, man muss alles geniessen. Also, Pfanne, komm, das wollen wir jetzt noch sehen. Ganz ruhig. Ganz Zeit läuft. Zeit läuft, das ist so. Peng. Der Hirsch müssen wir in die Pfanne tun. Da brutzelt noch nichts. Das ist leider so. Oje. Ja, das ist eben... Ob Sie zwei das echt schaffen, meine Damen und Herren? Der arme Hirsch will ja brutzeln und er brutzelt noch nicht einmal. Aber wenn Sie erfahren wollen, wie das Menü klingt und was für eine Punktezahl, dass unsere Kandidaten schaffen, dann müssen Sie unbedingt morgen wieder einschalten, gleiche Zeit auf dem gleichen Sender, wenn es heisst «Promi to Cook». Andreas Bürki und Linda Fee bringen dann nämlich ihr Menü zusammen. Sind Sie unbedingt dabei. Ade miteinander, schönen Abend. Applaus